Wollte nur sehen, was du so machst. Deine Freunde meinten, du hast die Einheit verlassen. Ich glaube, ich weiß, warum. Diesen Blick kenne ich. Der ist bei Leuten wie uns gang und gäbe. Uns? Du siehst nicht wie ein Cop aus. Nicht nur Cops verlieren Leute. In meinem Job ist man täglich mit dem Tod konfrontiert. Das stimmt. Man gewöhnt sich dran, klar. Bis es jemanden trifft, der einem wichtig ist. Du also auch. Komm rein. Ha, coolness Faktor war das, glaube ich. Oh, was denn hier? Der Max-Tech-Weg von Matthias Maddox. Wenn ich wüsste, ob ich das schon mal gelesen habe. Ich will ja nicht alles fünfmal lesen. Ja, habe ich schon gelesen. Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie haben's dir erzählt. Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte. Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder? Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Man kennt's. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Hey. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber sie wissen nicht alles. Ist besser so. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Das ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. War doch nicht unrecht. Eine Nische für die Urne muss reichen. Also war Andrew eher wie ein Opa für dich als ein Freund? So würde ich das nicht sagen. Er war wie... ich weiß nicht. Wie ein Fenster zur Vergangenheit oder so. Er hat mich an meine Oma erinnert. An unsere schönen Gespräche. An eine Zeit, als alles noch besser war. Er war wie eine Art Zeitzeuge. Mendes weiß einen Scheiß vom Leben. Jeder hat seine Grenzen, sogar er. Er hat sie nur noch nicht erreicht. Anders als du. Und wenn er recht hat, vielleicht habe ich feige Gene. Nur die Stärksten überleben, oder? Wenn du nichts fühlen würdest, dann hätte der Tod keinerlei Bedeutung. Hast recht. Danke fürs Reden, Vi. Ich brauche etwas Zeit, um das sacken zu lassen. Keine Ursache. Bleib stark. Aha. Finde Andrews Nische, bevor du mit dem Polizisten sprichst. Wo sollen die sein? Und nicht hier drin, aber. Ey, was? Das ist ja gar nicht weit weg. Das geht ja.
Kolumbarium? Ach so, weil die da stehen. Ja, yo, yo, yo. Ja, kann ich nicht schnell reisen, weil ich da noch nicht war, ne? Okay, Mann, was ist los? Was haben wir in der Nähe? In der Nähe, in der Nähe, in der Nähe? Schon wieder ein Überfall. Wir könnten das Auto nehmen. Wir könnten hier in Schnellreisen mit dem Auto dann. Oh ja, warte mal. Das macht keinen Sinn, weil da ist keine. Doch, da ist eine Straße. Auto kann ich ja so immer rufen. Ich versuche natürlich weiterhin immer Schnellreisen zu vermeiden, sag ich mal. Aber es ist halt sehr komfortabel, ne? Man lernt es schätzen, nachdem man in Dying Light wirklich von A nach B springen muss, permanent. Ja, ich möchte gerne meine Klapperkiste, die ich eingetauscht habe. Ich hatte sogar schon verdammtes Polizeiauto. Nein! Ich musste ja... Man darf die Autos ja einfach mal nicht behalten. Geht's nicht weiter? Warum halte ich mich auch nicht einfach da dran? Fahr einfach dem Navi hinterher, so wie im wahren Leben auch. Hoppala. Die bieten mir die ganze Zeit Tarn an. Ey, nur als Info, ich habe einen echt netten Thornton Colby zu verkaufen. Gehört einem Autodieb aus Memphis namens Nicholas Ruhen Frieden. Der hat für reiche Kunden die teuersten Autos geklaut. Du weißt schon, Rayfields, Harrers. Aber der ist jahrelang selbst bloß diesen Colby gefahren. Ich würde dir ja den Grund dafür nennen, aber es ist wahrscheinlich einfacher, wenn du dich selbst das Steuer klemmst. Ich habe einfach die erste verdammte Dreckskarre gekauft, die sie mir angeboten hat, ne? Ich bin so ein Vollhorst. Noch 20 Minuten warte. Riecht gleich die nächste Anlage. Oh ja, wartet, cool. Achso, war noch rot. Uhu. Oh, der letzte Hackstuhl. Ach Mann. Bakakuru Kada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Dossett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Jo, mein Freund hat es leider entschärft bei der ganzen Geschichte. Vergiss nicht, Müßigkeit ist aller Last anfangen. Man sagt mir nach, ist er manchmal ein wenig ungeduldig. Aha. Ah! Don't read and drive, Leute. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Ähnlicher Kreisverkehr wie in Paris, Alter. Jetzt sollte ich mir das mit dem Auto nochmal überlegen. So wie ich fahre.
Weißt du, wir sind immer noch nicht, wo die Hupe ist, ne? Hä? Die haben mich verfahren. Vergessen, die Ausfahrt zu nehmen? Ja, ne? Ich ja wieder versucht habe, die Hupe zu drücken. Huch! Warte mal, ich... Wo hat denn das geändert? Eine Quick-Taste gedrückt, ne? Weil ich ein Dorftrottel bin. Hat das hier gewechselt? Ja, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Nee, ich so, was? War doch schon fast da? Warum soll ich jetzt wieder zurückfahren? Wo? Einer gesehen. Alter, das ist der Friedhof, der uns später erwartet, ja? Finde die Nische. Die Frage ist... Ah ja. Barry hat ein echtes Problem. Wenn die Schildkröte sein einziger Grund zum Aufstehen war... Jetzt verstehst du es langsam. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Der Schritt nach vorn liegt da nahe. Besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat. Das hätte ich jetzt nicht machen können. Ist denn das eigentlich? Das ist doch hier so ein Spam, ne? Das ist wie mit den SMS, die man bekommt. Hey, wir möchten Ihnen gerne unser neues Paket Annehmestation zeigen. Genau, weil du ein Dorf Generator bist. Naja, gut, bin ich natürlich nicht. Weil ich komme nicht vom Dorf, aber... wir nehmen mal die Schnellreise, weil mit einem Blick auf die Uhr, es ist schon relativ spät. Ich würde die Mission gerne noch fertig machen. Und Autofahren bringt mir jetzt auch nicht so viele Punkte. Ich müsste den ganzen Weg laufen, um Konditionen aufzubauen. Es wäre sinniger. Wir reden mal mit der Polizei. Polizia! Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Kommt er endlich wieder klar? Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Ich aber, ich erkenne einen, wenn ich ihn vor mir im Stream sehe. Barry ist in schlechter Verfassung. So schlecht, dass er lieber mit einer Schildkröte als mit euch beiden gesprochen hat. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Das ist verdammt traurig. Barry hat das Leben als Cop zugesetzt. Habt euch über ihn lustig gemacht. Also hat er euch nichts mehr gesagt. Und außer euch hatte er niemanden. Außer einer Schildkröte. Sein bester Freund. Geerbt von seiner Oma. Bis Andrew starb. Scheiße. Das glaube ich nicht. Du verarschst mich. Hat er wirklich von einer Schildkröte geredet? Klar. Stimmt. Alter, ich habe gedacht, es wäre ein Kollege gewesen. Aber warum würde er uns anlügen? Er hat über die Schildkröte gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Was glaubst du, wie Mendes reagiert hätte, wenn Barry zugibt, dass er mit Tieren spricht?
Gott, Barry. Ich dachte, er macht einen auf Drama, Queen, dass er drüber wegkommt. Ich muss mit ihm reden. Wird auch Zeit. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Oh, sind 20 Kröten. Ziehen nach Barry. Oh, 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 oh. Nicht, dass es jetzt... Petrova hat mir erzählt, dass dein letzter Fall heftig war. Der Boss meinte, du sollst dicht halten, hm? Hatte auch mal sowas. Ein dreckiger Kindermörder. Wichser war im Petrochem-Vorstand, also konnten wir nichts tun. Den Anblick vergesse ich nie. Dieses kleine Kinderhemd. Grün. Lustigen gelben Katze. Also beide den gleichen Shit erlebt, aber reden nicht miteinander. Komm rein. Habe ich gern gemacht. Gern gemacht. Was steht dieses komische Tarot-Ding? Wirklich? Hier? Das Ding genau neben meiner Wohnungstür. Okay. Hier rauft doch immer einer. Ich höre das doch jedes Mal, dass hier sich eine Zigarette angezündet wird. Kann mich einfach auf das Sofa setzen und dann Fernsehen gucken. So, da la. Treffen wir uns erst mit Judy oder machen wir hier noch eine Nebenmission? Ist halt um die Ecke. Ah ja, da wäre ich jetzt wieder fast drauf reingefallen, ne? Genau. Wir treffen uns erstmal mit Judy. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diesen komischen Typen. Wer sich gerade wundert, hey, du hast doch gerade da schon gesagt, dass du dich mit dem nicht treffen willst. Ist natürlich wieder eine kleine Aufnahmesession dazwischen, ne? Also. Ich habe jetzt zwischendurch Pause gemacht. Wir nehmen jetzt den Fahrstuhl. Und statten mal Judy einen Besuch ab. Installation auf eigene Gefahr. Ich habe übrigens das Gefühl, dass meine Maus irgendwie im Arsch ist. Mein Kater knabbert ja ständig an dem Kabel rum, weil er an der Kabelhalterung rumschmatzen will. Und habe das Gefühl, dass irgendwie meine Maus-Sensitivität darunter gelitten hat. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht mehr so richtig, wie ich sitzen soll. Meine Maus. Meine Tastatur wackelt ständig. Und diesmal auf der richtigen Seite aussteigen. Achso. Reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Keine große Sache. Der Cyberpsycho war ja bloß ein Panzer auf Chrombeinen. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Genau für solche Situationen gibt es MaxTag. Zivilisten waren in Gefahr. Hätte ich einfach zusehen sollen, wie die abgeschlachtet werden? Hör mal, im Vergleich zu MaxTag sind du, ich und jeder andere Polizist in dieser Stadt bloß Zivilisten. Wenn die uns eines Tages dieselbe Ausrüstung geben, dann kannst du gerne Superheldin spielen und Leute retten. Aber bis dahin reißt du dich zusammen und hörst auf meine Befehle. Haben wir uns da verstanden? Schöne Frisur, by the way. Oh. Hast du reden? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem.
Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut. Und wann treffen wir uns? Eine gute Basis auf jeden Fall. Wenn's dunkel ist, ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Ein bisschen Ausdauerskillen hier. Auch wenn es nicht wirklich nötig ist. So. Nass verlässt der Fuchs den Bau hinter dem fünften Bambusrohr im Dorf und geht auf die Jagd. Er stillt seinen Durst am Wasserloch. Während er auf dich wartet, sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig, er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Hey, konnte ich dem jetzt nicht antworten? Amateurjagd. Ja, hier ist... Takemura, ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, mein Geheimgut zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Canal Street Japantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden oder war das zu kompliziert? Ich habe ihn noch nicht verstanden. Ich wollte aber erstmal in Lizzie's Bar. Habe ich dich hier nicht schon mal gesehen? Gesichter kann ich mir gut merken. Hier für ein bisschen Spaß. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Mit dem neuen Patch und dem Hotfix danach, oder was die auch immer noch nachgeschoben haben, habe ich hier in dieser Szene gerade WQAD mit meinen Einstellungen 38 FPS. Danke Raytracing. weil die hier übelst das Bling Bling werfen. Da jag mir keine Kunden, sonst fliegst du raus. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Hey. Project Red, was habt ihr gemacht, Alter? Project Red, was soll das? Werf mal einen Blick hier rauf. Hm? Okay. Sag mir, Baby, sehe ich so gut aus, wie ich mich fühle? Komm schon, sag dein Langbein. Lass gut, dass ich ihn gesehen habe. Der Mann will eine Frau. Hier lang. Ich wollte doch sagen, habe ich doch letztens hier Backstage mit der getroffen. Gestern Nacht um 4, Gina und ich sitzen an der Bar. Und sie labert von diesem Bankkram. Bla 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 bla. Und ich versuche die ganze Zeit auch mal zu Wort zu kommen. Weil sie mir die Nachmittagsschicht abnehmen muss. Damit ich meine Torte abholen kann. Aber alles ist cool. Auf einmal taumelt dieser zugedröhnte Typ rein und schmeißt mal an der Tür fast um. Und? Ist der drinnen durchgedreht? Nein. Zieh dir das rein. Der Typ leid, er will echten Spaß, keinen Virtu-Scheiß. Er weiß, das ist nicht erlaubt, aber er zahlt das Dreifache.
Und was macht Gina? Schleppt den Loser zu einer Kabine. Der war so high, dass er die BD-Elektroden für abgefahrene Sexspielzeuge gehalten hat. Gina lädt also die Orgie mit einer Orgasmus-Endlosschleife zum Schluss. Laber nicht, und er hat nichts gemerkt? Ach, Quatsch. Sogar wenn die nüchtern sind, halten sie das Bukake-Finale für echt. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu Lass sehen. Lass gut sein. Ist ein Freund von Judy. Ich weiß nicht, was mich gerade mehr verstört. Judy? Judy? Sag mal, ach so, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, treffe mich in der Abstellkammer oder wie? Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so... Lol. Hab ich das auch schon gelesen? Es ist eine dieser Geschichten, die, je nachdem, wem man fragt, entweder sehr simpel oder sehr kompliziert sind. Für Janice war es eine Mischung aus beidem. Die Mogs wurden gegründet, weil es sein musste. Wir hatten einfach niemanden außer uns selbst. Keiner, der sicherstellte, dass das Gesetz der Straße auf unserer Seite steht. Also nahmen wir es in die eigene Hand. Die Mogs bestehen aus Leuten der Sorte, von der niemand Notiz nimmt. Wenn sie morgen von der Straße verschwunden sind, Sexarbeiter, mittel- und ziellose Rebellen sowie rastlose Seelen, die einfach Pech hatten. Heute sind die Mogs eine Erfolgsgeschichte, am besten zu erkennen am florierenden Geschäft der Lizzies. Dieses Etablissement genießt den Ruf als bester Braindance Club von Night City. Konzerne, Gangmitglieder und Popstars gehen hier genauso ein und aus wie Anwohner, um sich zu entspannen, einen Drink zu nehmen und die am schönsten gedrehten und am besten getunten BDs zu genießen, die es gibt. Die meisten Kunden wissen nicht einmal, dass der Club von einer Gang kontrolliert wird. Die Mogs haben das Sagen und beschützen ihre Leute, genau wie es einst die Lizzie aus der Legende tat. Ach, die habe ich sogar schon mal gelesen. Aber sie verdienen eine Chance. Habe ich schon gelesen. Könnte sie. Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Fuck. Hey. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Oder war das zu subtil für dich? Was ist mit dir los? Mogs und Nomaden sind gar nicht so verschieden. Beide reden ständig von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Klassisches Dilemma. Was ist wichtiger? Familie oder die Welt da draußen? Es ist nur ein Club. Deine Philosophie interessiert hier keinen. Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mogs zu fragen? Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Es kann. Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Die ist schon recht cute, muss ich sagen. Kann man jetzt nicht, ne? Brandons Konzepte? Was ist das da, wo sie erzählen?